Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play Projekt Red Dead Redemption. Warum ich jetzt gerade auf dieses Spiel komme, kann ich euch kurz erklären. Und zwar gab es eine Ankündigung für 2017, dass Red Dead Redemption 2 erscheinen wird. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass ein zweiter Teil kommt, dass ich sofort gesagt habe, ey, ich muss Teil 1 nochmal spielen, denn Red Dead Redemption zählt mit zu den geilsten Spielen, die ich so gespielt habe in meiner Spielelaufzeit, sage ich jetzt mal. Echt eins der coolsten Spiele, hat mir damals so sehr gefallen. Aber es ist ein Spiel von 2010, das heißt, es liegt bei mir schon fast 7 Jahre jetzt zurück, dass ich da den ersten Teil gespielt habe. Und da jetzt der zweite Teil, wie gesagt, für 2017 angekündigt wurde, wird es Zeit, dass man den ersten Teil nochmal spielt, nochmal diese grandiose Story durchlebt. Und ja, ich dachte, ich mache das als Let's Play. Und falls ihr das Spiel auch noch nicht kennt, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn Red Dead Redemption zählt wirklich zu mit den besten Spielen, die ich so kenne. Und es muss einfach nochmal durchgespielt werden, nochmal diese Story muss nochmal erlebt werden, bis wir dann 2017 den zweiten Teil erleben dürfen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, Red Dead Redemption jetzt hier nochmal zu spielen auf der Xbox One. Denn es ist abwärtskompatibel, es ist die 360-Version, aber abwärtskompatibel kann ich sie jetzt auf der Xbox One spielen. Und ich freue mich richtig, das Spiel nochmal zu spielen, Red Dead Redemption. Und zur Story, da werde ich im Laufe des Spiels natürlich drauf eingehen. Jetzt am Anfang will ich gar nicht so viel verraten. Lasst euch einfach mal überraschen, falls ihr das Spiel noch nicht kennen solltet. Es ist ein tolles Spiel. GTA war nie so mein Fall, aber Red Dead Redemption zählt meiner Meinung nach zu den besten Spielen, die Rockstar je gemacht hat. Da kann kein GTA-Teil mithalten, bei weitem nicht. So, und dann lasse ich euch jetzt alleine mit der Einleitung des Spiels. Da halte ich mal komplett die Klappe und dann geht es rein in den Wilden Westen. Red Dead Redemption. I am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent
and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Und wir sind angekommen. Armadillo Station. Eine der letzten Städte, die jetzt hier noch so übrig ist, so im alten Western-Style. Denn der Wilde Westen hier liegt in den letzten Atemzügen sozusagen. Wir haben nämlich jetzt schon 1911. Das heißt, die Zivilisation kommt langsam immer weiter voran, die Technologie auch. Ihr habt schon am Anfang gesehen, dass da vom Schiff aus schon die ersten Automobile abgeladen wurden. Die natürlich auch von Europa und auch von der Westküste, von der Ostküste hierher kommen und hier immer mehr die Zivilisation einkehrt und solche Städte hier, so typische Westernstädte, so ein kleines Dörfchen hier wie Armadillo, die sterben langsam aus. Blackwater, da fahren Automobile rum, da ist die Zivilisation und ja, wir erleben, wie der Westen hier so langsam aber sicher aussterbt. Noch kann ich hier nicht so viel machen in diesem kleinen Dörfchen. Es ist alles noch so die Einleitung des Spiels. Ich muss jetzt zum Saloon gehen. Und wie die Story von diesem Spiel ist, das werden wir im Laufe des Spiels auch herausfinden. Und da möchte ich nicht zu viel verraten. Das möchte ich mit euch zusammen erleben. Und das entwickelt sich schon im Laufe des Spiels. Gehen wir erstmal jetzt hier zum Saloon. Wir spielen John Marston. Das ist John Marston hier. Und was er hier für eine Aufgabe hat. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Mr. Marston, over here. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Typische Saloonsstimmung hier. Ach, ich finde aber, wenn man das so sieht, dass, wie gesagt, das Spiel ist von 2010. Wir stehen kurz vor 2017. Also gut 7 Jahre alt, das Spiel. Aber wenn man das so sieht, wenn ich jetzt hier mal wieder drin bin, gut, es ist jetzt die abwärtskompatible Version auf der Xbox One, da ist es ein bisschen aufgeklärt von der Auflösung her.
aber es sieht immer noch toll aus. Es war damals schon so ein tolles Spiel. Und jetzt, wo ich wieder hier bin, fühle ich mich gleich wieder wohl hier im Wilden Westen. Und es sieht immer noch echt toll aus, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ein Spiel, was schon so alt ist. Ich find's geil. Okay. Und dieses Gespräch im Zug war auch super. In Kansas City hat jemand sein Auto zum Fliegen gebracht. Vielleicht eine Anspielung auf Back to Future? War es vielleicht in Hill Valley? Der gute Doc Brown? Okay, folgen wir erstmal hier den Herren. Ja, ein bisschen Gas hier. Bahnübergang abwarten. Zug ist weg. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Ihr seht schon, ganz Rockstar-typisch ist auch hier eine englische Sprachausgabe, die aber sehr, sehr gut zur Atmosphäre beiträgt hier im Wilden Westen. Ich mag das und die Sprecher sind alle super. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Tja, sind wir nicht alle verheiratete Männer? Naja, was im Westen passiert, bleibt auch im Westen. Oder so ähnlich. In den Gesprächen werde ich natürlich nichts sagen, damit ihr auch alles mitbekommt. So it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater Big Bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. Rio Bravo haben wir schon erreicht. Aber wir müssen nach Fort Murthyr, wo er uns hinführen will hier. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Wie toll gemalt, aber der Himmel und so alles aussieht. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Okay, wir sind gleich angekommen bei Fort Mercer. Schauen wir mal, was Mr. Marston da finden möchte. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Damals, als das Spiel rausgekommen ist, war das echt riskant von Rockstar, so ein Spiel im Wilden Westen rauszubringen, weil es noch nie vergleichbare Spiele gegeben hat. Und die wussten halt nicht, wie es ankommt, ein Spiel im Wilden Westen. Alle haben sie immer mit einem neuen GTA-Teil gerechnet und dann bringen sie sowas raus. Aber was das Spiel dann aus diesem Szenario gemacht hat, einfach grandios gewesen. Bin ich echt froh, dass sie diesen Schritt gegangen sind und ein Spiel in den Wilden Westen gebracht haben. Es gab noch nie ein Spiel im Wilden Westen, was so toll ist wie Red Dead Redemption. Und seitdem gab es auch wieder kein neues. Also, da freuen wir uns doch auf den zweiten Teil, würde ich mal sagen. Bill!
I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Alleine zu einem bewaffneten Trupp gehen, die sich in einen Fort verschanzt haben, das hat er sich vielleicht anders vorgestellt. Das ist die Dame, die wir schon in dem Zug gesehen haben, am Anfang. Neue Freunde, alte Probleme. Das erste Kapitel im Red Dead Redemption. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time,
Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Da haben wir Glück gehabt, dass die nette Miss Bonnie McFarlane uns hier gefunden hat im richtigen Moment und uns zusammengeflickt hat. Aber $15 hat es gekostet. Da müssen wir natürlich jetzt die Schulden erstmal abarbeiten hier auf der McFarlane Ranch. Und auch die sieht toll aus, oder? Stimmungsmäßig. Und das ist eine, auch eine der Spiele, ich glaube, da würde eine deutsche Synchro gar nicht so gut zu passen. Also diese ganzen Stimmen, diese ganzen Akzente, die man hier hat, das passt alles so in den Wilden Westen. Das ist so stimmungsvoll gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und zur Story, da kann ich ja jetzt ein bisschen was drüber erzählen. Ihr habt gesehen, dass der gute John Marston am Anfang, als er vom Schiff gekommen ist, abgeführt wurde von Bundesagenten, das hier FBI und so, die von der Ostküste kommen, die haben ihn nämlich gefangen genommen. Und zwar war der gute John Marston damals hier ein ganz schlimmer Bursche und war in einer Gang. Und die haben gebrandschatzt, die haben gemordet, die haben Postkutschen überfallen, das volle Programm, komplett gesetzlos, die Bande. Und zwar war das die Bande von Bill Williamson und auch noch Dutch Vanderland und so. Und er wurde jetzt, angeheuert wurde er nicht. Also seine Familie, seine Frau und seine Tochter wurden entführt von den Bundesagenten. Die haben sie jetzt weggeschlossen sozusagen und haben hier John Marston gesagt, er soll mithelfen, seine alte Bande, Bill Williamson und Co., dran zu kriegen, einzufangen. Sonst sieht er seine Familie nicht wieder. Er ist also ziemlich unter Druck. Er möchte natürlich seine Frau und seinen Sohn wiedersehen und deswegen muss er seine alte Gang jagen. Und ja, der erste Versuch, Bill Williamson hier zu fangen in Fort Mercer, ist schiefgegangen, er ist angeschossen worden. Und jetzt beginnt sozusagen die Geschichte, wie er es schafft, die Bande, wo er früher selbst Mitglied war, dran zu kriegen, die Gesetzlosen, und dann seine Familie von den Bundesagenten wiederzubekommen. Ja, das war die Einleitung von Red Dead Redemption. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf das Spiel geworden, falls ihr es nicht kennen solltet. Und falls ihr es doch kennen solltet, dann geht es euch vielleicht wie mir, dass es Jahre zurückliegt und ihr nochmal die Geschichte hier mit mir erleben wollt, bevor dann in 2017 Teil 2 rauskommt. So, jetzt habe ich hier am Ende des Videos noch ein bisschen erzählt, aber es ist die erste Folge. Ich möchte euch so ein bisschen in das Spiel einleiten und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge ein. Und dann legen wir richtig los mit Red Dead Redemption hier auf der Farm von Bonnie McFarlane. Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schaltet in der nächsten Folge ein. Also, bis dann. Ciao, ciao.